Was gar nicht so viele wissen, sind im Alter von 4 Jahren mit ihrer Mama nach Deutschland gekommen. Wenn er von aus seiner Kindheit berichtet und Sie an Ihre eigene zurückdenken, was glauben Sie, war für Sie ist der größte Unterschied in dem, was Sie erfahren haben? Oh. Wo Sie denken würden, Mensch, das ist genau das, was ich nie hatte oder etwas, was ich in besonderem Maße hatte, was er nicht verstehen kann. Also ich bin größtenteils in einem Kinderheim aufgewachsen. Das ist, glaube ich, schon der große Unterschied. Also wie ich Heiners Biografie das erste Mal gelesen habe, habe ich echt das Gefühl gehabt, ich habe nichts in meinem Leben erlebt. Also weißt du noch, wie ich dann nachts immer gelesen habe, habe ich dich immer angestuhlt. Ja. Mensch, Heiner. Aber als sie bei den Frauengeschichten ankam, habe ich immer in die Rippen gekriegt. Also ja, also wie gesagt, also das, ich habe im Gegensatz zu Heiner wenig erlebt. Ja. Victoria, darf ich Sie denn fragen, warum Sie im Kinderheim waren? Ja, ganz einfach, weil, habe ich ja vorhin schon erzählt, mein Onkel hat uns während des Bürgerkriegs nach Deutschland gebracht und er war Priester und hatte so den Bezug zu diesem Kinderheim, zu den Nonnen und wollte uns dort kurz unterbringen. Meine Mutter war 27, sehr jung noch und konnte kein Deutsch. Und ja, so kamen wir erst mal dorthin, haben erst die ersten paar Jahre dort gelebt und nachdem meine Mutter auch dann eine Arbeit hatte und die deutsche Sprache beherrscht hat, sind wir dann auch weggezogen. Und ja, so kam das. Wann sind Sie raus aus dem Kinderheim? Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie alt war ich da, so nach 5, 6 Jahren so. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir das erzählt haben und dass Sie beide hier sind. Mhm. Und lassen Sie es schmecken.